Hey zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Dass ich von Japan fasziniert bin, das kann sich ja wohl jeder denken bei meinem Kanal. Allerdings kenne ich auch viele Leute, die auch gerne etwas zu dem Thema sagen möchten, die ebenfalls sehr fasziniert von Japan sind und die hören wir uns heute mal an. Was mich am meisten an Japan fasziniert, ist das alltägliche Leben der Japaner. Wie die Japaner jeden Tag ihren Alltag und ihr Leben gestalten. Auf der einen Seite sind die Japaner ja meist so ein bisschen zurückhaltend und schüchtern, könnte man sagen. Aber dann, wenn man abends mal im Herbst oder im Sommer auf Feste geht, dann rasten sie auf einmal total aus, tragen diese schweren Wagen darum, den Berg hoch und alles. Und diese Symbiose aus Tradition und Moderne, die da irgendwie auch stattfindet, dieses Wertesystem, was damit auch einhergeht, was die Japaner, das fasziniert mich einfach total und deswegen macht es mir auch total Spaß, hier in Japan zu leben, mit Japanern zu interagieren und einfach zu sehen, wie verbringen Japaner ihren ganz normalen Alltag, wenn sie zum Schrein gehen, wenn sie einkaufen gehen, wenn sie was essen, was weiß ich, das mitzuerleben mit den Japanern zusammen, das ist das, was mich am meisten fasziniert und eben zu sehen, dass es möglich ist, viel Tradition mit viel Moderne irgendwie zusammenzupacken. So, was fasziniert mich an Japan? Also erst einmal finde ich die Atmosphäre sehr, sehr cool. Ich finde die Kultur interessant und ich finde dieses respektvolle Miteinander, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass nicht nur die Jungen die Alten respektieren, sondern auch andersherum. Also dieses harmonische Miteinander finde ich sehr nice und japanisches Essen finde ich natürlich auch cool, auch wenn ich davon nicht alles essen kann, da ich Vegetarier bin. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weebig, aber im Allgemeinen die Manga- und Anime-Industrie und natürlich auch die Spieleindustrie. Ja, das war's. Ich liebe Japan aufgrund seiner Gegensätze. Auf der einen Seite haben wir das moderne Japan, das bunte Japan, das verrückte Japan, das die meisten von uns wahrscheinlich sehr gut kennen werden. Und auf der anderen Seite haben wir das traditionelle, ruhige, gelassene und sehr oft auch spirituelle Japan, das so viel Vielfalt bietet, dass jeder von uns so ein bisschen sein eigenes Japan entdecken kann. Und das Faszinierendste daran ist, dass diese beiden Gegensätze nebeneinander existieren, funktionieren und vor allen Dingen auch sehr gut harmonieren. Hey, hier Danny von den Tokyo Maniacs. An Japan fasziniert mich, dass die Dinge einfach komplett anders laufen, manchmal komplett gegenteilig als in Deutschland. Und es trotzdem funktioniert. Und in Deutschland hat man immer das Gefühl, es muss immer in einem Weg gehen, es gibt nur eine richtige Antwort. Aber Japan zeigt uns, dass es auch ganz anders geht und da können wir sehr viel draus lernen, ja? Und das fasziniert mich. Hallo zusammen, ich bin Sanna, vielleicht auch bekannt unter dem Channelnamen Bontenmaru. Ich lebe jetzt mittlerweile seit 3 Jahren in Tokio. Ich zähle euch jetzt mal ein paar Dinge auf, die mich persönlich sehr an Japan faszinieren und die mich auch ehrlich gesagt nicht gehen lassen. Japaner schätzen beispielsweise so simple Dinge wie die Natur. Sie erfinden so viele Dinge, die den Alltag erleichtern. Das Benehmen gefällt mir, die Sauberkeit. Und das Land hat vor allem geografisch auch so viel zu bieten. Egal ob Berge, Meer oder sogar eine Wüste. Und ganz klar die Hingabe zum Essen. Yo Leute, hey Wings, Simpa hier am Start von den Tokyo Maniacs und mich fasziniert an Japan dieses friedliche Zusammenleben. Also man versucht immer so ein bisschen den Ball flach zu halten, man stresst sich gegenseitig nicht so sehr, es wird nicht so viel gemeckert, gepöbelt, diskutiert und man akzeptiert auch mal Dinge, die vielleicht nicht ganz optimal sind, um einfach keinen Stress zu provozieren. Und neulich kam ja der krasse Taifun Nummer 19 auf Tokio zugerollt und da haben alle vorher wie wild die Supermärkte leer gekauft. Und trotzdem hat keiner gedrängelt, gestresst im Supermarkt, alle blieben ruhig, man blieb brav in der Supermarktschlange. Und dieses Maß an Zivilisiertheit finde ich einfach faszinierend. Hi, Vincent hat mich gebeten, ein Video zu drehen und zu erzählen, was mich an Japan fasziniert. Und das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fand als Kind immer sehr faszinierend, dass Anime-Produktion und generell Serienproduktion ganz anders sind als bei uns in Deutschland. Und das ist auch immer noch so ein Teil, das finde ich super. Also Medienproduktion, Medien generell finde ich in Japan einfach klasse. Ich bewundere das, wie mit Merchandise umgegangen wird, welche Möglichkeiten es gibt und was der Endkonsument quasi bekommt, wenn er ein Fan von etwas ist. Das bewundere ich wirklich sehr an den Japanern. Und natürlich, dass die Züge immer pünktlich sind. Also das vermisse ich total an Japan und das bewundere ich auch total an diesem Land, dass Pünktlichkeit und Ordnung einfach an oberster Stelle ist und das vermisse ich tatsächlich. Und ich finde es total toll, dass man in Japan, vor allem in Tokio, kann man machen, worauf man Bock hat. Also wenn man sich für das eine interessiert, dann hat man da seine Szene, dann hat man für eine andere Sache woanders seine Szene und das ist einfach perfekt und ich finde, das fehlt.
uns hier so ein bisschen in Deutschland und das fasziniert mich sehr an Japan. Ich finde natürlich auch diese Mischung aus Tradition und Moderne total spannend. Das ist ja so eine 0815-Aussage, sage ich mal. Aber als ich dort gelebt habe, hat mir das auch nochmal gezeigt, wie schön das eigentlich ist, dass man zwischen so vielen Hochhäusern läuft und einfach random irgendwo ein Tempel stehen kann. Das ist einfach wunderschön, es sieht super aus. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn ich wieder da bin. Und ich hoffe, Vincent, du genießt noch deine Zeit dort. Deutschland ist aber auch schön, muss ich zugeben. Ich fühle mich hier wohl und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Pass auf dich auf und ich hoffe, du kannst irgendwas draus schneiden. Bis dann, ciao. Der Fakt, dass eine Gesellschaft über mehrere Generationen gut zusammenleben kann und der Respekt von Älteren und Jüngeren von beiden Seiten vorhanden ist, ist eigentlich eine Sache, die mich jedes Mal sehr fasziniert. Ich finde, man hat so einen grundlegenden Respekt vor allen Menschen. Und dieser Respekt äußert sich zum Beispiel im Verhalten, in der geringen Kriminalitätsrate, die dort herrscht, in der Sicherheit auf den Straßen. Gleichzeitig ist halt aber auch eine Faszination dafür, diese durchaus Oberflächlichkeit, die, finde ich, manchmal dort zu sehen ist, genau durch die Gründe, die ich eben genannt habe. Wie viel Zeit habe ich? 30 Sekunden? Hi, ich bin Anna und ich streame auf Twitch. Ich liebe Japan, weil Kapitalismus. Von ihm kann man halten, was man will, aber er funktioniert in Japan ziemlich gut. Populärkultur, bunt, schrill, cool, mega nice. Wie viel Zeit habe ich noch? 5 Sekunden? Ich mag Anime. So, das waren die Beiträge von den ganzen Leuten, sind natürlich alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut euch da unbedingt mal ein bisschen durch, es sind alles wundervolle Content Creator. Und euch ist vielleicht aufgefallen, dass dieses Video in einem etwas anderen Stil ist. Ich möchte mal ein bisschen mich ausprobieren, ein bisschen mich kreativ weiterentwickeln. Ich hoffe, euch gefällt das soweit und falls ja, lasst eine positive Bewertung da, aktiviert die Glocke, abonniert, was sonst noch und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, ciao!